Dispatcher. Der Zug hat einige Probleme. Zuerst müssen die Passagiere nach Finntrop gefahren werden und dann muss der Zug in die Werkstatt. Und damit willkommen zur ersten Folge Let's Play Train Simulator auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier auf der Strecke Hagen-Siegen und fahren heute mit diesem wunderschönen Siemens D-Zero, auch bekannt als DB-Baureihe 642. Von wo stehen wir hier eigentlich? Fail. Lol, meine Steuerung buggt gerade, okay. Wir befinden uns in Altenhundem und fahren nach Finnentrop und fahren dann in die Werkstatt. Der Zug hat wohl einige Probleme. Das Szenario heißt Fahrt in die Werkstatt. Der Zug ist von RSSLO für den Transmitter umgesetzt. Und ja, ohne noch groß Zeit zu verlieren, würde ich sagen, ja, rüsten wir mal den Zug auf. Warte mal, ich glaube, dann müssen wir mal ganz kurz in den anderen Führerstand und mal die Batterie einschalten, wenn das irgend geht. Aber es geht nicht. Der Steuerschalter für die Batterie lässt sich nicht finden. Ach, warte. Insert Key erstmal. So. Stimmt. Ich habe gerade was verwechselt, nämlich mit der ÖBB 504024. Die hatte das nämlich. Stimmt. Hier bei dem Dieseltriebwagen ist das ja nicht der Fall. Den gibt es auch als ÖBB-Version. Jetzt haben wir erstmal das geschafft und jetzt würde ich mal sagen, Richtungswender können wir nach vorne schieben. Contact Key, Betrieb, entkuppeln, alles klar. Damit können wir die Türen auf und zuschließen. Ich habe jetzt das Fahrzeug jetzt noch nicht so oft gefahren. Upsa. So. Um es jetzt mal so ein bisschen zu, von außen noch zu zeigen. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt im Transmitter. Also ich kenne das Fahrzeug auch aus der Realität. Mal sagen, schalten mal SIFA ein und PZB an. Die Federspeicherbremse lösen. Jetzt mal den Motor starten. So, geht doch. Das Ganze ist ein Dieselfahrzeug. Der Sound finde ich, den finde ich auch richtig cool. So, jetzt müssen wir gleich losfahren können. Ich habe den F3-Monitor angelassen. Ich bin jetzt ein bisschen verpeilt wegen der OMSI-Steuerung, die liegt auf Tasten hier was ganz anderes bewirken. Deshalb Zeit mir das bitte. Ich bin jetzt eine längere Zeit nicht mit Train Simulator gefahren, aber ich wollte jetzt endlich mal ein Video rausbringen. Yay! So, wir können jetzt hier einen Code eingeben. Da gibt es dann Anzeigen. Ich weiß jetzt leider nicht, was Finntrop ist. Ich schalte einfach mal so ein bisschen durch und gucke, ob ich irgendwas passendes finde. Was macht das wohl? Keine Ahnung. Köln. Spielfeldstraße. Okay. Das sind teilweise auch österreichische Anzeigen, weil es das Fahrzeug sowohl in der DB-Ausführung. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. In der DB-Ausführung und auch in der ÖBB-Ausführung gibt. Ich muss mal kurz gucken. Gucken wir auf die 2D-Karte. Lennestadt Mengen. Wo ist unser Zug? Spieler zentrieren. Wir sind hier. Das bedeutet, wir fahren in die Richtung. Und hier oben ist Hagen. Deshalb würde ich mal sagen, wir zeigen mal an der Zugzielanzeige mal
Hagen an. Hopp. 7. Hagen. So. Oder? Hm. Oh Mann, ich bin das so gewohnt von Omsi. Ja, da steht's dran. Mal in die Passagieransicht gehen, so sieht das hier aus. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben genug Zeit verloren. Wir fahren los. So, die PZB geht ins Startprogramm, da uns das Signal da vorne aber 40 erlaubt und mehr als 30 können wir uns befreien. SIFA bestätigt man hier mit Taste Q. Das läuft doch gerade gut flüssig. Wir haben hier einen Kombinationshebel. Mit, ja, halt Leistung und Bremsen. Mal bestätigen. AFB hat er leider nicht, aber das passt schon. Steuerung mit dem Kombinationshebel ist recht, also eigentlich stufenlos sollte die sein. So, jetzt können wir 100 fahren. Geben wir Vollgas. Kommt uns ein GC entgegen. Oder, nee, kein GC, aber egal. Ihren Regionalzug. Es liegt halt daran, dass die Strecke Hagen-Siegen hier noch mit der Standard-KI hier Loks der Baroi 101 vor die Regionalzüge gespannt hat. Da denke ich erstmal, dass es ein IC ist. So, nächster Halt ist Lennestadt Meggen. Wir haben offenbar keine speziellen Fahrplan keinen speziellen Fahrplan vorgeschrieben. So. Tiefer. Der bremst recht gut. Da haben wir zu doll gebremst. Fahren wir ganz vorsichtig hier in Lennestadt ein. Hier steht ein ziemlich bunt gemixter Zug mit einer Baureihe 246 in Blau vorne. Oh, noch einer. Noch ein D-Zero. Jetzt mal links die Türen öffnen. Die öffnen sich jetzt mit Taste T. Es fährt erst so ein kleines Trittbrett raus und dann gehen die Türen auf. Die muss ich, by the way, auch manuell schließen. Finde ich auch richtig cool. Ja. Jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen was zum Fahrzeug sagen. Es wurde von Siemens gebaut und es handelt sich hier dabei um einen recht modernen zweiteiligen Dieseltriebwagen, der sehr gut auf nicht elektrifizierten Nebenstrecken einzusetzen ist. Dispatcher, ein Zug fährt schon weiter. Warte auf das grüne Signal. Okay, so lange. Ich hab grün, also schon so. Und dann fährt auch das Druckbrett ein. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen spät dran sind. Noch machen können ist die Scheiben, die Zugspitzensignale einzuschalten. Zugschlusssignale sind auch an. Sehr schön. So.
handelt sich hierbei auch um ein Szenario, das mit dem Zug von RSSLO für diese Strecke mitgeliefert ist. Das Ganze ist ein Payware-Add-on, finde ich auch gerechtfertigt, weil der ist wirklich richtig detailliert. Es sind sehr, sehr viele Features hier im Train Simulator umgesetzt worden und RSSLO macht ja auch sehr hochwertige Train Simulator-Fahrzeuge. So, jetzt der Screenshot. Voilà. So. Ja, nächster Halt ist Grevenbrück. Sicher soll gedrückt werden, so von der 10-294 in den kleinen Güterzug entgegen. Wir fahren jetzt hier. Ruhr-Sieglinie, wie sie auch genannt wird. Ah ja, hier die Ruhr und die Sieg liegen in Flüssen und diese Strecke liegt in beiden Flüssen, soweit ich weiß. Oder nah. Zu überholen wäre ja erstmal schön die Autos hier auf der Landstraße. Das hier, wo ich gerade von spreche, das hier ist entweder die Ruhr oder die Sieg. Ich kenne mich da geografisch nicht ganz so gut aus, weil ich die hier in der Gegend gewohnt habe und auch nicht oft hier bin. Das heißt, beziehungsweise ich war noch nie hier auf dieser Strecke. So, geht doch. So, jetzt haben wir 120. Das ist auch die höchste zugelassene Geschwindigkeit für das Fahrzeug. Ich versuche jetzt mal irgendwie so eine Stufe so den Hebel hinzuschieben, dass wir die Geschwindigkeit halten können. Kommt doch gleich Gräfen dem Ganzen hier noch mal von nahem beiwohnen. Richtig cool gemacht, finde ich. Texturen sind auch richtig schön scharf bei dem Fahrzeug. Hier steht es auch an der Seitenanzeige dran. Hagen. Ich finde es auch cool, dass man das hier in-game, dass man in-game hier die ZZA bedienen kann. Oh. Sollten wir die Türen schließen. Okay. Dann wollen wir mal weiterfahren. Ab nach Finnentrop. Das ist unser nächster und letzter Halt. Null müsste, ja. Wir haben jetzt die Matrix leer gemacht, weil wenn wir in Finnentrop anhalten, wollen wir nicht, dass die Leute da denken, wir fahren weiter. Wahrscheinlich, wenn der Zug jetzt einen kleinen Defekt hat und in die Werkstatt muss, dann würde jetzt wahrscheinlich so eine Ansage kommen, sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines technischen Defekts endet dieser Zug in Finnentrop. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Bitte steigen Sie, Sie zur Weiterfahrt dort in den RE irgendwas oder sowas um. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist ja kein Szenario mit Ansagen, so wie von Fairsystem. Wenn ich das Ganze mal hinkriege, könnten wir in der Zukunft auch mal ein Fairsystem-Szenario fahren mit Soundboard,
so dass wir auch Ansagen am Bahnhof und im Zug haben. Das lässt sich machen. Hauptsignal zeigt freie Fahrt. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht auch mal die ÖBB-Version fahren sollen. Weil mir persönlich macht es sehr viel Spaß, hier mit dem Siemens T-Zero zu fahren. Finnentrop Ampel 1, Abstellgleis Süd. Okay. Ankündigung für 100. Habe ich gesehen. Jetzt geht's hier in die Kurve. Die Fahrer soll nochmal gedrückt werden. Und jetzt bremse ich mal so langsam mal auf die 100 ab. Da ist noch eine 101. Mensch, hier ist ja viel Verkehr. Ach du Scheiße. Oh, jetzt müssen wir bremsen. Jetzt muss man aber richtig abbremsen. Wenn wir ein haltzeigendes Vorsignal haben, müssen wir auf 45 runter. So. So, die Zwangsbremsung haben wir erstmal umgangen. Ich möchte hier nicht gleich in der ersten Folge schon gleich eine Zwangsbremsung kassieren. So. Vorne ist der Bahnsteig. Vorsignalwiederholer. Wir haben uns nochmal das Haltzeichen Signal präsentiert. Wir können uns jetzt auch trotz der 1000 Hertz Beeinflussung, die jetzt weg ist, uns nicht befreien, weil es ein Haltzeichensignal ist. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier anhalte, wird die PZB auch ins Startprogramm wieder zurückrutschen. Ich rolle noch ein bisschen weiter vor. Und so, dann können wir schon mal die Türen für die rechte Seite schon mal festlegen. Ja. Türen auf bitte. Also man legt halt hier die Aufschiebseite fest. Man kann auch beide Seiten auswählen, wenn man den Hebel hier bei diesem Drehschalter nach oben stellt und hier schließt man das. Aber wenn man, das reicht noch nicht, wenn man die Seite ausgewählt hat, muss dann mit Taste T standardmäßig die Türen noch öffnen. Finde ich richtig cool gemacht. Ja, das hat schon was. Falls das rote Signal scheint, kannst du einfach weiter bis zum Finnentrop South Siding 2 fahren. Alles klar. Ja, das Signal zeigt rot. Wir nehmen den ganzen davon mit dem Roller. Er sagt, wir dürfen das überfahren. Das wird uns eine Zwangsbremsung geben. Danach, da bin ich jetzt mal. Nein, ich weiß nicht. Egal, die Türen sind jetzt zu. Dann gucken wir mal, ob wir überfahren dürfen. Ich höre jetzt einfach mal auf den Dispatcher. Okay, mit Befehl 40 ging das.
140 fahren. Zur PSW vorhergesehen, sagen wir so, im Startprogramm. So, jetzt geht's hier auf das Heimglas. Junge, wo lotst der mich denn hin? Was zur Hölle? Muss ich denn... Ach so. Oh Gott, das wäre... Oh mein Gott. Ach so, soll ich hier irgendwo rückwärts hinfahren? Ich konnte die Nachricht vom Dispatcher jetzt gar nicht lesen. Finnentrop Süd, ich guck mal auf die 2D-Karte. Finnentrop Süd, Abstellgleis. Junge, Alter. Oh mein Gott. Ich hab fast mal hier reingefahren wäre. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir müssen jetzt den Führerstand wechseln. Traktionssperre ist an. Dann müssen wir hier rüber. Das. Und... Die Zugspitzensignale sind von selber ausgegangen. Die schalten wir jetzt nicht mal neu ein. Das war das Makro. Na warte, das funktioniert wahrscheinlich nicht in den grünen Vorrichtern, das noch anders. Oder, ich glaube, ich muss das Fahrzeug hier drüben noch einmal abrüsten. Das ist ungünstig, aber bleibt uns nichts anderes übrig. So, die sind aus. Dann müssen wir noch das, den Schlüssel raus. So, jetzt können wir in den anderen Führerstand wechseln. Insert Key. Na, wusstest du wohl? Lol. Warte mal. Wenn der hier drüben noch drin steckt. So. Okay. Geht das? Jetzt mal den rein, dann nochmal den neu starten. So. Zugspitzensignale. Dann können wir losfahren. Achso. Sie vom PCB nochmal einschalten. Und das geht. So, das Gleissperrsignal zeigt, dass wir durchfahren können. Sie verdrücken. Dann verstehe ich jetzt aber wirklich nicht, warum wir jetzt hier auf Finnentrop Rampe 3 fahren sollten. Also ich habe jetzt hier keinen Zug gesehen, der uns hier noch überholt hat. Wir hätten ja gleich rückwärts fahren können. Oder sehe ich da was verkehrt? Nee. Okay. Dann durchfahren wir Finnentrop nochmal. So,
FIFA. Oh, da steht doch ganz schön nicht dran. Was war das Makrofon? So, jetzt werden wir über eine Weiche auch auf das Abstellgleis gelotst. Also ist sie jetzt nicht mehr elektrifiziert. Ja, hört's auf. So. Fahren noch ein Stück weiter vor. Ich würde mal sagen, so kurz vor dem Gleissperrsignal halten wir an. So, das hätten wir. So, dann wären wir am Ziel angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Fahrzeug haltet und ob wir es wiederfahren sollen. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.